willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Stöpselkopf. Heute zu einem kleinen Special mal wieder, wie ich es auch schon mal häufiger getan habe, was mal separat einfach mal zwischenrein kommt. Und ich hatte es ja auch schon am Montag in den Stöpselkopf News gesagt, es kommt ein wunderbares Projekt bzw. ein kleineres Sponsoring auf mich zu. Jetzt nicht nur, was diese Maschinen angeht, von einem namhaften Baumarkt, die mir ja freundlicherweise zur Verfügung gestellt wurden. Und natürlich muss ich sie auch gerade noch separat mit dir herstellen, um gerade dieses ganze Prozedere auch zu verdeutlichen. Und zwar, es gibt jetzt in Zukunft ein etwas, langfristigeres Sponsoring für Stöpselkopf, was mit diesem Abonnentenzähler zusammenhängt. Vielen ist der hier hinten ja schon aufgefallen, der hier immer wieder meine Abos anzeigt und für die nächste Zeit, den Zeitraum darf ich leider nicht erwähnen, für jeden Abonnenten kommt dann nämlich 1 Euro in diese Flasche. Sprich, wenn jetzt in Stöpselkopf News oder in der Stöpselkopf Folge ein Abonnent dazu kommt, macht das dieses hübsche Teil auch noch einen Ton dazu und da kommt dann gleich separat, gleich in der Folge 1 Euro in diese Flasche. Natürlich habe ich dann auch schon angefangen, die Euros natürlich zu sammeln und natürlich auch schon mal die richtige Summe bereitzulegen, damit ich dann auch zu Beginn dieses Projektes genug Euros zur Verfügung habe. Dementsprechend muss ich natürlich jetzt 195 hier reinpacken. Ja, 195 habe ich gesagt, weil zum Montagsstart quasi zu den Stöpselkopf News waren es 195. Und natürlich habe ich mir dementsprechend auch 195 hier zurechtgelegt. Und habe jetzt gar nicht groß drüber nachgedacht, was sein könnte, wenn jetzt in der Zeit noch Abonnenten dazukommen. Und Gott sei Dank habe ich dann noch 2 aufgetrieben. Und so kann ich jetzt meine 195 plus 2, also 197 hier reinwerfen. Zeit. So, jetzt haben wir die 195 hier drin. Und ja, 195, weil die letzten 2 befinden sich hier, wo auch in Zukunft die 1 Euro Stücken herkommen werden. Und jetzt, wie gesagt, zu jeder Stöpselkopf-Folge, wenn ein Abonnent über die Woche dazukommt oder 2, 3, 4 Abonnenten dazukommen, also alle aktuellen dazugekommenen Abonnenten, werden natürlich dann zu der jeweiligen Folge, wie Stöpselkopf News oder Stöpselkopf allgemein, werden die ganz einfach dann hier nachträglich noch eingeworfen. Wenn sie natürlich während der Folge reinkommen, dann wird das natürlich sofort da reingeworfen. Und das geht jetzt über einen bestimmten Zeitraum. Und ich hoffe natürlich, dass wir dementsprechend viel Geld dazu bekommen. Natürlich auch genauso Abonnenten. Das wäre natürlich genauso. Das nimmt sich, glaube ich, nicht viel. Das wäre beides wundervoll. Und da stellt sich natürlich die berechtigte Frage, was machst du mit diesem Geld? Dieses Geld ist tatsächlich nur für ein Stöpselkopf-Projekt gedacht, beziehungsweise soll es natürlich dieses Projekt finanzieren. Und da ist es natürlich bei so einem Großprojekt schon sinnvoll, so früh wie möglich mit dem Sparen anzufangen. Ich meine, dass diese beiden Sachen jetzt zueinander gefunden haben, ist jetzt ein Zufall. Allerdings passt das relativ gut, dass ich da quasi, jemanden anders habe, der dieses Projekt mehr oder weniger finanziert. Natürlich seid ihr an dieser Stelle auch gefragt, dass ihr natürlich Stöpselkopf weiterempfehlt. Also wenn ihr irgendjemanden kennt, der könnte diese Sendung lieben, den könnte das interessieren, dann stellt ihn ganz einfach Stöpselkopf vor. Und jeder Abonnent, der hier quasi dazukommt, kommt quasi 1 Euro in diese riesengroße Pfeffi-Flasche und wir können vielleicht schon bald mit diesem großen Projekt anfangen. In diesem Sinne bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen. Wir sehen uns selbstverständlich nächste Woche an dieser Stelle wieder. Macht's schön gut, bis dann. Ciao!